Julia Roberts hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch über ihre drei Kinder spricht die Schauspielerin nur äußerst selten. Doch nun verrät sie private Details über ihre Liebsten. Aus gutem Grund, ihren Zwillingen steht eine spannende Zeit bevor. Sie werden so schnell groß. Julia Roberts, 54, plaudert nun selten offen aus dem Nähkästchen und verrät interessante Neuigkeiten über ihre Zwillinge Hazel und Phineas Moder, 17, denn die beiden werden schon bald aufs College gehen. Ein bedeutender Zeitabschnitt im Leben der Teenager, der allerdings vor allem Mama Julia in helle Aufregung zu versetzen scheint. Julia Roberts, ich freue mich einfach so für Sie. Während eines Interviews mit dem TV-Sender Extra spricht Julia Roberts nicht über ihre Rolle in der Dramaserie Gaslit, sondern auch über ihre Kids. Die Schauspielerin muss erst einmal tief durchatmen, bevor sie sich zu dem spannenden Lebensabschnitt äußert, der auf Hazel und Phineas zukommt. Da werde ich ganz kribbelig. Ich bin total aufgeregt, sagt sie. Bevor es aufs College gehen, müssen die Zwillinge zwar erst den Highschool-Abschluss machen, doch die Bewerbungen laufen offenbar schon. Die Frau von Kameramann Danny Moder, 53, habe nie eine Universität besucht, weshalb sie sich umso mehr für ihre Zwillinge freue. Es ist wirklich aufregend und ich hatte nicht das Glück, eine College-Erfahrung zu machen. Es ist also wirklich faszinierend zu sehen, wie es für sie abläuft. Ich freue mich einfach so für sie, schwärmt die 54-Jährige. Welche Universitäten sie bzw. ihre Kinder in Betracht ziehen, verrät die Pretty Woman-Darstellerin allerdings nicht. Umzug hat der Familie gut getan. Nachdem Julia Roberts mit ihrer Familie lange in Los Angeles gelebt hat, ist sie 2020 nach San Francisco gezogen. Die Umsiedlung in den Norden Kaliforniens, fernab von Hollywood, habe sich positiv auf ihre Familie ausgewirkt, wie Roberts nun verrät.